Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Semble. Und heute reagieren wir auf Icon 4, Runde 2, Episode 1, schwere Entscheidung. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, ja, Freunde. Die Folge kam Sonntag raus und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe bisher nur die ersten 15 Sekunden geguckt. Weiter kam ich bisher noch nicht aufgrund von Zeitdruck und ich wollte mir das gerne im Video als Reaction angucken. Das Ding ist, am Sonntag waren wir ja auch schon vor Ort und im Studio, da mussten wir das Ganze noch auswerten, uns die ganzen Videos und die Audiodateien nochmal alle anhören, um das Ganze bestmöglich zu bewerten. Deswegen haben wir uns das auch nicht in dem Moment angucken können. Mhm. Und dann ist das auch ein bisschen untergegangen. Yeah. Aber gut, jetzt können wir das mit den Leuten gemeinsam anschauen. So, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und wie Emre gerade schon gesagt hat, die Entscheidung, die Auswertung ist schon gefallen. Wir haben uns schon entschieden. Mhm. Und wir geben euch gleich auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen Hintergrundwissen bzw. Backgroundwissen, wie es hinter den Kulissen war. Je nachdem, was für Szenen gezeigt werden, denke ich mal, kann man ganz gut drauf eingehen. Ne, ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Ich freue mich darauf zu reagieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und gucken uns das an. Let's go. Also Jungs, willkommen bei Runde 2. Erstmal ganz kurz und herzlichen Glückwunsch an jeder Einzelne, der es geschafft hat. Hier dieses Schloss. Total, Alter. Da haben wir am Abend noch die After-Hour-Party gemacht. Ja, kann man so sagen. Da waren wir mit allen Jungs. War richtig lustig. Also wirklich, jeder einzelne Künstler ist sehr, sehr lustig drauf. Ihr müsst euch mal vorstellen, so 30 bis 50 Kanaken sind hier einfach auf der kompletten Fläche von einer Kirche, die versammelt. So. 500 Teilnehmern seid ihr die Top 30 Kandidaten. Jeder Einzelne, der hier ist, kann auf jeden Fall sehr stolz auf sich sein, hier in dieser Position zu stecken. Damit gesagt, alles, was bis zu diesem Punkt passiert ist, ist Kindergarten im Vergleich zu dem, was euch jetzt in den nächsten Runden erwartet. Es werden nicht nur eure... Boah, Bruder, das hört sich geil an, ne? Haben die episch gemacht, ja. Bruder, so wie Colin da redet, das hört sich ja richtig geil an, so schallig auch, Alter. Ja. Künstlerischen Fähigkeiten, sondern auch eure Fähigkeiten als Person, sowie eure Fähigkeiten im Team zu arbeiten, getestet. Ruht euch nicht auf dem aus, was ihr bis jetzt alles geschafft habt, sondern gebt wirklich euer Bestes, gebt 100%, denn am Ende der Runde von heute werden nur noch 12 Künstler von euch stehen bleiben. Ich komm mit 180 an, bis jetzt mit Saraman. Obi! Bruder, Takus, hast dein Palabra, du schmuckerst du dein Paragraph. Was? Hier Versager, sprich vom Kickdown. Lazarus Collection sorgt dafür, dass ihr mein Gift raucht. Wee, was du vercheckst, du klein Krank. Okay. Na, das ist ein Song, der schon draußen ist. Yeah, yeah. Bruder, daran merkst du, was dein Obi drauf hat, ne? So, die Drohnenaufnahmen haben die geil gemacht, ne? Also Sandro hat uns ja auch gesagt, habt ihr schon, als wir da waren, habt ihr schon die Drohnenaufnahmen in den Zimmern und so weiter gesehen? Da bin ich gespannt, weil die Drohne soll auch in die Zimmer der Künstler fliegen und aufnehmen, wie die so am Performen sind. Ja, richtig. Straff ist Familie, doch im Herzen immer einsam. Weil die Familie dich reich macht, mein Risiko, mein Einsatz ist dein Leben in dem Ihr werdet jetzt in Gruppen von jeweils 3 Personen aufgeteilt. Nachdem eure Gruppen aufgeteilt wurde, geht ihr in die Hotelzimmer und dann habt ihr genau 4 Stunden Zeit, einen Beat auszusuchen, eure Lyrics auf diesen Beat zu schreiben und eure Lyrics auswendig zu lernen. Um 19 Uhr werdet ihr hier vorne vor dem Hotel abgeholt und in einen Club gefahren. Am Eingang des Clubs werdet ihr eskortiert vom Eingang bis zur Bühne. Wenn ihr auf der Bühne seid, habt ihr einen einzigen Versuch, euren Song zu performen. Ihr müsst dann nicht nur uns, die Jury, sondern auch 200 Gäste überzeugen, dass ihr euren Shot in den Top 12 verdient habt. Ihr wurdet bis jetzt in 3 Tabellenhälften aufgeteilt. Spalte A, Spalte B und Spalte C. Spalte A, ihr seid die Künstler, die am meisten Punkte bekommen haben, das heißt rein theoretisch seid ihr unter den stärksten Künstlern, die hier sind. Ihr seid verantwortlich dafür, eure Teams zusammenzustellen, die ihr bis ganz zum Ende des heutigen Tages mitnehmen möchtet. Das Ganze kommt natürlich nicht ohne Haken, denn ihr müsst euch jeweils einen Künstler aus Spalte B aussuchen und einen Künstler aus Spalte C. Die Künstler aus Spalte A, die ganz oben sind und am stärksten sind, werden sich zuerst ihre Teams stellen, während die Künstler, die unten in Spalte A sind, das nehmen müssen, was übrig bleibt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr mit der ganzen Sache umgeht. CRN ist ja nicht...
Also, man muss sagen, das ist natürlich, das macht das Ganze spannend, so eine Challenge, ne, dass man sich so quasi selber Leute aussuchen muss und so weiter. Das setzt aber auch voraus, dass du dir alle Folgen angeguckt hast, ne, als Künstler. Safe. So, abgesehen davon, das ist eine geile Challenge, ja, aber das kann auch reinscheißen. Und das hat auch bei manchen reingeschissen. Ne? Reinscheißen ist noch nett gesagt. So. Voila, sehr nett ausgedrückt. Ne? Also wenn du da die falsche Person in die Gruppe nimmst, ne, dann machst du automatisch entweder die Gruppe kaputt oder die Leistung der Person. Oder ich sag nur so, es gibt Favoriten, die sind raus. Ja, leider. Ja. Aufgetaucht, deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wenn ich die Joker-Karte übergebe, und Obi ist dann meine Entscheidung gewesen. Deswegen, Obi, herzlichen Glückwunsch. Da alle Joker gleichgestellt sind, wird jetzt für die Reihenfolge, wer zuerst sich die Künstler aussuchen darf, der Alex mit Stöcken präsentieren, und der, der den längsten hat, der darf anfangen. Also, bitteschön. Also, wer fängt an? Wallah, Jungs, das ist gefährlich. Ich bitte euch, Mann, du bist doch nicht der Joker. Bobby, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Oh, der hat einen langen, aber dünnen Bruder. Bobby hat den längsten, Junge, mein Joker. Jawohl, Junge. Genau deswegen habe ich dich gewählt. Anaconda. Bobby fängt an, Obi ist als zweites und Coco wird als drittes sich die Künstler aussuchen. Und dann gehen wir der Reihenfolge nach die Teams durch. Du kannst gerne anfangen jetzt, Bobby. Also einen aus der Spalte bitte noch mal ein bisschen separieren hier. Oder was denkst du gerade? Ich weiß nicht, Bruder. Ja, ich sag dir ehrlich, ich habe nicht alle angehört. Das ist halt das Ding. Deswegen haben wir euch vorher gesagt, hört auf jeden Fall die anderen 30 Künstler an, damit ihr genau wisst, wen ihr da stehen habt. Mit wem war der nochmal in einer Gruppe? Auf jeden Fall mit Wasim, ne? Und Moams. Und Moams, ja. Wenn er nicht alle angehört hat, gucken wir mal, Digga, wie der sich entschieden hat dazu. Das interessiert mich. Ich nehme Mohams. Ey, war Mohams, komm raus, der Spalte C. Alter, ich brauche einen wilden Rapper, einen stabilen Rapper. Ey, wer kennt die Texte auswendig? Ja? Ich glaube, der ist ein guter Lyrikmann. Nee, ich nehme Wasim. Lyrikmann. Ja. Okay, Wasim. Er ist ein guter Lyrikmann. Walla, Scheiße, Alter. Nach vorne. Perfekt, dann ist das erstmal eure Gruppe. Bobby, Wasim, Mohams. Dann viel Spaß, ihr könnt euch jetzt ins Hotel begeben. Dort bekommt ihr einen Kameramann und euer Hotelzimmer zugewiesen. Ja, hier, der Stock ist wieder zu. Dankeschön, Bruder. Machen wir weiter mit... Also, man muss sagen, Bobby hat sich eine starke Truppe zusammengestellt. Ja. So hat er wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und ich glaube, ich nehme noch nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, die Gruppe von Bobby hat babamäßig performt. Ja, safe. So, mehr will ich nicht sagen. So. Obi? Bruder, in der ersten Stalt bin ich zwischen Shavin und Kenan am... Bei Kenan weiß ich, da muss ich Hook selber nicht singen lernen. Alle drei, die hier stehen, sind sehr starke Künstler. Ich würde mir Kenan nehmen. Kenan, komm raus. Und der Spalte C. Ja, ich brauche einen starken Rapper, JZ. Also ja, perfekt. Dann, Obi, Kenan, JZ, ihr seid in einer Gruppe, ihr dürft jetzt auch ins Hotel reingehen. Coco, mein Bruder. Also bei der Gruppe, die wir jetzt gerade gesehen haben, Kenan, Obi und JZ, muss man sagen, habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen gehabt. Sehr hoch. Ich habe mich sehr auf diesen Auftritt gefreut. Vor allem auf Obi, Alter. Aber es war eine riesengroße Enttäuschung. Es war echt ein Katastrophenauftritt, muss man sagen. Ja. Ich habe auch mit Obi im Nachhinein geredet. Ich habe gefragt, was war los und dies und das. Und er meinte, es war nicht mein Style. Ich habe den Jungs vorgeschlagen, mein Ding zu fahren. Mhm. Aber die wollten nicht. Und scheinbar, ich will jetzt keinen Namen nennen, kam auch einer von den beiden vorbereitet schon, ne, und hatte schon seinen Text fertig. So, und dementsprechend musste sich dann Obi anpassen und einen anderen Style fahren. So. Bruder. Das ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Das ist auf jeden Fall nicht. Boah, schwer, ja, das ist schwer. Checkst du, das ist nicht die Wahrheit? Weil ja. Als ich gesehen habe, Bruder, Dorian. Diese Gruppen, Bruder, ich hab schon auf jeden Fall nicht. Ich hab den angehört, direkt Ohrwurm. Dorian. Ja. Ja, dann Dorian, komm raus. Ja, Mann, das könnte eine sehr starke Gruppe werden, ich schwöre. Genau, Dorian definitiv. Bruder, ich sag dir ehrlich, rap was du willst, gib die Hook ein Dorian und es ist ein Ohrwurm da. Bruder, ja. Der Typ ist für Hooks geschaffen, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ja, aber ich fand so von der Berufrunde und hier Live-Runde fand ich seine Hook sehr, sehr gleich. Also vom Stil, meinst du? Sehr ähnlich angehört. Ja, da muss er auf jeden Fall safe noch in der Zukunft dran arbeiten. Tief 1, der stärksten Sänger hier. Oh, schön. Hello, Bruder. Perfekt. Easy. Also, Coco,
Dorian, Henok. Perfekt, viel Erfolg. Ja, ohne viel zu zögern, ich nehme Yasin und Adabe. Okay, Yasin, Adabe, tschüss, ich schwöre, brutale Gruppe. Und ich bin auch froh, dass ihr beiden auf jeden Fall zusammen seid, Mann. Bruder, ich dachte erstmal, das wäre das Nafri-Trio. Bruder, ich guck Adabe, der sagt mir, ich bin aus Türkei. Ja, wallah, ich habe auch Schock bekommen. Kulturschock. So wie? So, du siehst aus wie ein Marokkaner, Algerier, so ist der. So, nein, Bruder. Aber die Truppe, ja, wie soll man sagen, so? Also, es war eine geile Konstellation, geiles Trio auf jeden Fall, freshe Jungs, ja, ne? Und ich muss sagen, die haben in der Hook, also von der Hook her fand ich die Hook am besten, ja, von allen Gruppen. Safe. Ne? Die hast du einmal gehört, bleibt direkt im Kopf, haben die geil gemacht, so. Da war aber Yasin und Adava sehr viel dran, an der Hook. Man muss sagen, da hat auch der ein oder andere zu sehr enttäuscht, leider. MNS. Ja. Ich sag so, wirklich, der hatte echt geile Parts, geile Lines, ne? Vor allem auch ein paar Leute haben ja auch einen Freestyle-Part abgegeben, da war der auch super, super gut, aber der hatte ein paar Patzer. Wie wir uns jetzt entschieden haben, ich sag ehrlich, das war schwer. Das war sehr schwer. Elias MNS, Yasin, Adavir, ihr könnt auch reingehen, ihr kriegt einen Kameramann und ein Hotelzimmer zugewiesen. Als nächstes, Bruder, ich schwöre, der Pool wird immer kleiner, es wird immer schwerer. Amdi! Sucht ihr einen Künstler aus Gruppe Der Erste, den ich haben will, ist Ibra. Safe, ja, Ibra, komm raus. Ich nehme Ibra. Guck mal, Ibra ist ein krasser Rapper. Ja. Die Hook könnte zur Not ich machen. Ja. Das heißt, ich bräuchte noch einen krassen Rapper. Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich, Bruder, die ist bei Shavin, Bruder. Shavin. Ey, wow, the Glove Man. Easy. Also Hamdi, Ibra und Shavin. Ihr seid in einer Gruppe, ihr dürft euch jetzt auch da reinbegeben. Ihr bekommt ein Hotelzimmer und eine Kameracrew zugewiesen. War auch eine stabile Truppe, ne, muss man sagen. Da ist halt unserer Meinung nach einer von dreien untergegangen. Boah, es wird immer schwerer, Bruder. Boah, schwer ist es jetzt nicht. Also ist ja Top 30. Also jetzt von der dritten Spalte würde ich, glaube ich, den Alas nehmen. Okay, easy, Alas, komm raus. Was suchst du jetzt gerade? Ich glaube, ich nehme Massari. Tschüss! Okay, war Alas im Hemd? Ich glaube schon, ja. Tschüss, Dicker! Massari, komm nach vorne. Perfekt. Keris, Alas, Massari, ihr seid in einer Gruppe, ihr dürft jetzt auch ins Hotelzimmer, dann bekommt ihr ein Zimmer und ein Kameracrew zugewiesen. San Andreas, einer der stärksten Rapper hier, Bruder. Fällt dir die Entscheidung schwer? Die fällt mir sehr schwer, weil zwei Richtungen, wir können in zwei Richtungen gehen. Jungs, wer von euch kann trappen? Antworten nicht, muss mein Bruder. Bruder, ich weiß nicht. Du kannst auf alles machen. Es fehlt du, mein Bruder. Boah, ich hab mich gefickt. Was machst du nochmal, mein Bruder? Was hast du gesagt? Ich kann alles machen. Du kannst alles machen, du passt dich an. Du bist ein Mann, Bruder, du bist ein Tier, Bruder. Okay, ich nehm dich, mein Bruder. Egal, wie du möchtest. Du entscheidest. Ich überlasse die Entscheidung den beiden Jungs wert. Die waren noch am Ende nicht. Wie waren die nicht? Nö. Bist du dir sicher? Mit wem war denn Emo? Mit Chiris, oder? Ja. Okay. Und Massari. Ja, vielleicht haben die irgendwas noch geswitcht, keine Ahnung. Ehrbock, Ventura oder... Ja, Kartell. Komm mit Herz, Bruder. Du kommst mit Herz. Jetzt. Okay, mein Bruder, ich hab was Geiles für dich, komm mal. Ich schwöre, das könnte auch eine brutale Kombi sein. Dreamers Kartell, auch ein sehr, sehr starker Sänger. Zwei starke Rapper mit dabei. Mal gucken, Bruder, was sie draus macht. San Andreas, Dreamers Kartell und Emo 79. Das war eine besonders starke Truppe, aber sind die so geblieben? Emo nicht. Emo ist zu Kiris gegangen später. Ja, und dafür ist... Bruder. Wer ist dafür hier hingekommen, Digga? Ich hab's jetzt gerade auch nicht im Kopf. Man wird es sehen. Ja, so. Man wird es sehen. Aber man muss sagen, von diesen dreien, die man hier sieht, hat einer uns besonders abgeholt. Ne? Sehr besonders, womit wir gar nicht gerechnet haben, Digga. Ja. Ne? Also, Emo, kann ich sehr sagen. Ne? Kannst du sagen. Emo war überragend. Also, ne? Wirklich als Underdog gekommen, der war ja eigentlich nicht dabei. Ne? Ja, der ist ja eingesprungen für CN oder so. Mhm. Also, die anderen beiden, die man hier sieht, die haben auch stark performt. Safe, so, safe. Muss man dazu sagen. Viel Erfolg. Okay, perfekt. Also, Spalte B. Lag Manuelsen. Er war, kann man sagen, ne? Er war Bruder, mit einer der Besten war, an dem Abend. Safe. Der war, Bruder, da muss ich gar keine Sorgen machen. Er gehört zu den Besten auf jeden Fall. Und Spalte C. Guck mal, Dias, der ist schon am Freuen. Nur zu zweit, ne? Ja, und Breeze kommt halt noch schon, ne? Schon Ventura. Und. Wie heißt du, Bruder? Yellow. Yellow, komm, Bruder. Yellow, okay, Bruder. Afrika rasiert heute. Also. Tano, Ventura, Yellow, auch eine sehr, sehr starke Kombination. Haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall richtig krass machen, Bruder. Kali, du kriegst deinen Wunsch. So wie es aussieht bis jetzt.
Wen nimmst du? Mein Bruder TS. Uns trennt man nicht. Leute, diese Kombination, ne? Wartet ab. Egal. Wartet ab. Okay, ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr wieder zusammen seid, seit Icon 3. Ihr könnt euch jetzt noch einschnappen, Enarabi oder Ruba 47. Was machst du so eher? Oh, alles. Kannst du singen ein bisschen? Ja. Ja? Ruba? Ja, Bruder, dann nehme ich auf jeden Fall dich. Ruba. Komm vorbei. Kali, TS und Ruba 47, eine Gruppe, ihr dürft auch reingehen. Übrigens. Also, man muss sagen, alle Gruppen haben natürlich ein Zimmer bekommen, Hotelzimmer. Und alle Gruppen sind auch auf ihre Hotelzimmer gegangen und haben dann angefangen, ihre Texte zu machen und dies und das. Und die Gruppe, die wir gerade gesehen haben, war wirklich die einzige Gruppe, die nicht ins Hotelzimmer gegangen ist. Haben wir so gehört, ne? Zumindest. Haben wir so gehört zumindest. Ne? Die, aber auch als wir da ankamen, die standen auf dem Parkplatz, Digga. Ne? Da hast du nur die Rauchwolken gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja, nee. Und man muss sagen, auch der Auftritt, ja, nee, ich finde, Ruba in diese Gruppe zu nehmen, war ein großer, großer Fehler. Ne? Da tut mir auch Ruba sehr, sehr leid, weil die haben in Ruba wirklich sehr runtergezogen. Richtig. Ruba ist so ein talentierter Künstler. Und der hat jetzt die Konsequenzen dafür im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Yani, die ganze Gruppe war eine Katastrophe an dem Tag. Ne, ich wollte nur sagen, du wurdest in diese Gruppe reingeschummelt, weil CRN nicht gekommen ist. Ach, mussten egal, wir Bruder. In der ersten Gruppe ein Mogli noch rein. Nein, Mann, der ist so witzig, ne? Ich schwöre. Aber sei mal ehrlich, hat der nicht so Augen, ein bisschen wie Dingens, Ösi? Sei mal ehrlich, so Augen, ein bisschen. Ich weiß nicht, der erinnert mich an Ösi ein bisschen. Aber der Bruder ist immer gut drauf, also, immer. Man muss zu einem Mogli sagen, sehr, sehr sympathischer Typ. Safe, ne? Bruder, ich dachte, der, weißt du, wie der ist so? Ich dachte wirklich, nachdem ich seinen Auftritt bei Icon erste Runde gehört habe, dieses so, weißt du, was ich meine? Dachte ich, dass der so voll der crazy Typ ist, voll der Verrückte so. Dass der kommt, ey, was geht ab und bla bla bla. Wallah, voll der Ruhige, voll der Liebelein. So. Aber der ist auch immer am Strahlen, der Junge. Ja, ne? Das stimmt. Reinstecken. Für dich sieht so aus, als ob Enarabi und Breeze wird später noch nachkommen. Also es dauert jetzt noch. Also in dieser Gruppe Mogli, Enarabi und Breeze. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr draus macht. Aber wir machen schon was Wildes, keine Sorge. Also ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was die Künstler einzeln daraus machen aus den ganzen Entscheidungen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.